Der Teil ist der Paolo mit seinen Kollegen am Skatepark. Schon die ganze Mitte verbringen sie zusammen mit Skaten. Viel Bewegung bist hungrig. Dafür möchte Paolo sich auf den Weg für an den Supermarkt einkaufen zu gehen. Es gibt immer so viel über Ernährung geschwärt, mir viel Wert verspüren ich Hunger. Als ich, ist es ganz einfach zu verstehen. So wie den Akku von deinem Handy mit Strom, also Energie versorgt muss gehen, für das er funktioniert, muss auch der Mensch Energie kriegen. Wenn der Mohr grummelt, ist es wie wenn dein Handy piept, weil dein Akku idle ist. Den Energiebesoin, den sich als Körper gewiecht, Alter, Geschlecht und körperliche Aktivität zusammensetzt, ist für alle Menschen unterschiedlich. Geliefert wird dem Körper die notwendige Energie über drei verschiedene Nährstoffe. An das sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Kohlenhydrate versorgen Zellen von unserem Körper mit lebensnotwendiger Energie und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verdauung. Über die Kohlenhydrate kriegt der Körper ein Milieus a konstant oder schnell Energie. Über Gemüse, Krumpern, Schäkefrüchten, Kehren, Vollkornprodukte kriegst du konstant Energie. Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Gebäck, Kuchen, Limonade oder verschiedene Obstsorten liefern dir schnell Energie. Eiweißer, auch Proteine genannt, sind wichtig für den Abbau von unseren Zellen, besonders während wir wachsen. So liefert Eiweiß zum Beispiel Baumaterial für Haut, Nägel, Muskeln oder Organe von unserem Körper. Es gibt Unterschiede zwischen Eiweißer von Tieren wie Milch, Käse, Eier, Fleisch oder Fisch. An pflanzlichen Eiweißer, den zum Beispiel an Kehren, Schäkefrüchten oder Nüsse findet. Fett ist für den Abbau und die Funktion von Gehirn notwendig, also wichtige Geschmacksträger an isoliert unseren Körper. Es gibt zwischen Tierfetter und Pflanzenfetter Unterschied. Butter, Schmalz, Wurst, fetthaltige Fisch wie zum Beispiel Salmon, Milch oder Käse Lebensmittel mit Tierfetter. Nüsse, Urlichgesäms, Kehren, Sojabohnen, Avocado, Oliven und pflanzlichen Urlich enthalten auch pflanzliche Fetter. Aber das ist nicht alles. Für eine gesund und equilibrierte Ernährung braucht der Körper aber auch noch Vitaminen und Mineralstoffe. Gerade so wie genug Flüssigkeit. Vitaminen und Mineralstoffe überholen am Körper lebenswichtige Aufgaben. Sie garantieren unter anderem einen perfekten Auflauf von unserem Stoffwechsel, dem Funktionament von unseren Organen und unterstützen die Reaktion von unserem Immunsystem. Vitaminen und Mineralstoffe finden an den unterschiedlichsten Lebensmitteln. Der menschliche Körper besteht bis zu 70% aus Wasser. Das ist ein wichtiger Bestandteil von allen Zellen an unserem Körper und für alle Prozesse am menschlichen Körper auch notwendig. Alternativen zu Wasser sind Jus-Schorlen oder Tee. Das ist nicht verboten, auch mal Jus oder ein Limonade zu trinken. Das Getränk enthält im Prinzip aber viel Zucker und deswegen solltest du davon nicht so viel und nicht so oft trinken. Allgemein ist es ganz wichtig, dass wir für allem möglichst aufwechslungsreich essen. Sich beispielsweise nicht mehr von Obst ernähren, ist gerade so ungesund wie nicht mehr Hamburger zu essen, weil der Körper nicht all die nötigen Nährstoffe, die er braucht, zur Verfügung gestellt kriegt. Auf Dauer fehlen ganz einfach Nährstoffe. Es ist also wichtig, dass wir equilibriert essen und genug trinken. So kriegt unser Körper das nötigste, was er braucht, für zu funktionieren, und wir spüren uns gut. Eine equilibrierte Ernährung allein geht allerdings nicht durch, für dass dein Körper gesund und stark ist. Bewegung spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle. Das wichtige Zusammenspiel von Ernährung und Bewegung kann ich in dem folgenden Beispiel ganz gut erklären. Stell dir einfach mal vor, du wirst mit deinen Kollegen in einer Party. Ein DJ lädt Musik auf. Während Stunden und Stunden immer dieselbe Musik mit monotonem Beat bringt absolut keine Stimmung. Wenn die Musik allerdings aufwechslungsreich ist und der DJ gute Mix auflädt, als bombe Stimmung. Selbst verhältet sich an deinem Körper, wenn du dich aufwechslungsreich ernährst. Nämlich reicht dann als richtig Party gesund. Tanzen auf einer Party steht ganz einfach für die Bewegung allgemein. Sie wird durch Skaten, Klammern, Schwammen, Parkour, Velofahren oder was auch immer, dass du gerne nur Sport bist. Über die Bewegung gehen Muskeln und dein Körper allgemein gestärkt.
Durch ausreichend Bewegung und eine equilibrierte Ernährung ist der Partytime an deinem Körper und du spürst dich gut. Wenn du nur an den Supermarkt willst gehen, für dir etwas zu essen zu kaufen, da sind ein paar Punkte wichtig. Für sich regional und saisonal Produkte zu kaufen. Das für Ressourcen wie Strom oder Benzin anzusparen, die beim Transport und der Lagerung von den Lebensmitteln verbraucht gehen. Mehr aber für und allem, weil er regional und saisonal Essen Aufwechslung auf der Menüskarte bringt und gemeinsam durbst mehr Nährstoffe, Vitaminen und Mineralien enthalten, weil sie zeitig gepflegt gehen. Regional Lebensmittel heißt Lebensmittel, die an der Region, Gegend ugepflanzt oder erzeugt und verarbeitet gehen. Saisonal erkaufen heißt gemäß an Obst dann erkaufen, wenn er zum Erkaufsdatum an der Region oder der Gegend wiest und noch zeitig ist, also nicht an einer sehr gezielt ist. An der letzten Umwirkung, wenn du an den Supermarkt erkaufen gehst. Versuch verarbeitete Lebensmittel und Planen zu vermeiden. Oft sind diese Produkte mit Geschmacksverstärker versehen und so verschafft, dass sie möglichst lang halten. Durch das Lebensmittelverarbeitung gehen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe verloren. Alles wichtige Elemente, die der Körper braucht.